In diesem Video schauen wir uns die vier wichtigsten Freelance-Plattformen an, die du kennen solltest, wenn du in Deutschland freelancen möchtest. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du Kunden suchst als Freelancer im Internet, dann hast du die Auswahl zwischen unglaublich vielen Plattformen, wo du zumindest theoretisch Kunden akquirieren kannst. Allerdings sind viele Plattformen auch wenig frequentiert oder sind sehr, sehr nischig. Das heißt, entweder legst du ein Profil an und keiner findet dich jemals oder es gibt nie Projekte, für die du arbeiten kannst. Oder aber sie sind nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Wie zum Beispiel 99 Design ist nur interessant für Designer. Das heißt, wenn du Designer bist, kannst du dir gerne 99 Design angucken. In diesem Video schauen wir uns aber mal vier Plattformen an, die für wirklich viele Freelancer interessant sind und die du dir auf jeden Fall anschauen solltest, wenn du in Deutschland Freelancer bist. Die erste Plattform, die du kennen solltest, ist Fiverr. Fiverr hat seinen Namen davon, dass es früher immer Gigs, also kleinere Projekte oder Aufgaben gab, die es immer für 5 Dollar gab. Das heißt, du konntest eine ganze Menge Unsinn für 5 Dollar kaufen und irgendjemand hat es dann halt gemacht. Inzwischen gibt es auch Fiverr Pro, das heißt, du kannst auch wirklich gut bezahlte Aufträge über Fiverr gewinnen. Das Wichtige, was du über Fiverr wissen musst, ist, dass du dir vorher Gedanken machen musst, wie dein Service aussieht. Du erstellst eine Art Productized Service. Beispielsweise, ich erstelle dir 10 Social Media Posts und nehme dafür dann 300 Euro oder 400 Euro. Du musst dir wirklich vorher genau überlegen, was du anbieten möchtest. Du hast keine Möglichkeit, Stundensätze oder sowas zu vereinbaren. Und außerdem werden auch keine Projekte ausgeschrieben. Du kannst dir Fiverr so ein bisschen vorstellen wie so ein Online-Shop für Dienstleistungen. Das heißt, du hast ganz viele Produkte oder Productized Services als Kunde und kannst sie dann kaufen. Wichtig für dich als Freelancer ist, du musst natürlich deine Kalkulation im Griff haben. Das heißt, du musst auch genau wissen, wie viel Aufwand welche Art von Arbeit ist. Und das ist manchmal zugegebenermaßen noch ein bisschen schwierig, wenn du gerade erst anfängst. Denn Überstunden oder zu viel gearbeitete Zeit wird dir da in der Regel nicht bezahlt, weil der Kunde ja einen Festbetrag bezahlt hat. Außerdem musst du ungefähr 20% von deinem Umsatz an die Plattform abgeben und das ist im Vergleich zu den anderen Plattformen relativ viel. Eine andere weltweit tätige Plattform ist Upwork. Upwork funktioniert so ein bisschen anders als Fiverr. Und zwar bei Fiverr muss ja der Freelancer sich überlegen, welches Projekt er anbietet. Und bei Upwork überlegt sich der Auftraggeber, also das Unternehmen, was denn gebraucht wird. Das heißt, da werden Jobs ausgeschrieben. So ein bisschen so wie bei einer Jobbörse. Und dann gibt es die Freelancer, die haben auch ein eigenes Profil und die bewerben sich dann auf diese Projekte. Und dann läuft das Ganze so, dass das Unternehmen ein Projekt veröffentlicht, bekommt einige Bewerbungen von Freelancern und dann kann sich das Unternehmen aussuchen, mit welchem Freelancer es zusammenarbeiten möchte. Hier ist immer der Auftraggeber im Lead quasi. Das bedeutet für dich als Freelancer, dass du dir vorher keine Gedanken machen musst, was du anbieten kannst, sondern du kannst einfach dich inspirieren lassen in der Suche von unterschiedlichen Projekten und kannst dann überlegen, worauf du jetzt Lust hast und worauf du eher keine Lust hast und kannst auch mit kleineren Projekten anfangen und dann größere nehmen, die über mehrere Monate gehen beispielsweise. Das ist alles möglich. Das Schöne an Upwork ist nämlich, dass auch wirklich große Unternehmen aktiv sind. Ich selbst habe zum Beispiel Unternehmen wie Klarna, SunPower oder Magna auf Upwork akquiriert und konnte da wirklich gute Stundensätze abrechnen für die Zusammenarbeit mit denen. Was besonders wichtig ist auf Upwork ist dein Profil. Natürlich geht es auch um die Bewerbung, das heißt, wie gehst du eigentlich vor, um dich auf ein Projekt zu bewerben. Aber jeder Auftraggeber wird sich dein Profil genau anschauen, bevor er dich für ein Projekt engagiert. In diesem Profil kannst du natürlich eintragen, was du so machst, was deine Stärken sind. Du kannst aber auch vorherige Projekte anzeigen. Und was ganz wichtig ist, du siehst in deinem Profil auch immer alle deine vorherigen Projekte. Das heißt, man sieht, welches Projekt du für welchen Kunden gemacht hast. Die Bewertung deines Kunden, das heißt die Reviews, sind sehr, sehr wichtig auf deinem Profil und ob der Job erfolgreich abgeschlossen wurde. Tatsächlich ist die Reputation und die Bewertung auf diesem Profil so, so wichtig, dass das die Nummer 1 am Anfang sein sollte. Das heißt, am Anfang ist es auch durchaus legitim, vielleicht günstigere Aufträge zu machen und ein bisschen unterbezahlt zu sein, um erstmal die Reputation aufzubauen. Denn es ist unglaublich viel einfacher, Projekte zu bekommen, wenn du schon einige positive Bewertungen auf deinem Profil hast. An den Gebühren von Upwork siehst du so ein bisschen, wie sich auch die Plattform selbst sehen möchte. Und zwar ist die gestaffelt. Für deine ersten 500 Dollar, die du mit einem Kunden verdienst, zahlst du 20% an die Plattform Upwork. Wenn du dann über 500 Dollar bist, zahlst du bis zu 10.000 Dollar pro Kunde 10% an Upwork. Und wenn du über 10.000 Dollar Umsatz mit einem Kunden gemacht hast, zahlst du nur noch 5% an die Plattform. Das heißt, Upwork hat auch ein Interesse daran, wenn du langfristige große Projekte mit deinen Kunden hast und belohnt das so ein bisschen dadurch, dass sie dann weniger Gebühren nehmen. Das heißt, wenn du nach größeren Projekten suchst, dann schau unbedingt mal auf Upwork vorbei.
Eine weitere Plattform, die weltweit tätig ist, ist Freelancer.com. Die ist von der Struktur ähnlich aufgebaut wie Upwork. Der Auftraggeber, die Unternehmen, stellen Projekte ein und du als Freelancer kannst dich auf diese Projekte bewerben. Und wenn die Bewerbung überzeugend war, dann wirst du ausgewählt und kannst dann an diesem Projekt arbeiten. Auch da gibt es Projekte, die unterschiedlich abgerechnet werden. Also sowohl Fixpreisprojekte als auch Projekte, die zum Beispiel nach einem Stundensatz abgerechnet werden. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, dass das Preisniveau auf Freelancer.com eher unter dem von Upwork liegt. Wenn du wirklich nach gut bezahlten Aufträgen suchst, solltest du vielleicht erst auf Upwork vorbeischauen und Freelancer.com eher so als Ausweichplattform verwenden. Der Vorteil an Freelancer.com ist aber, dass du es für 30 Tage komplett kostenlos testen kannst. Und nach den 30 Tagen musst du dich dann für ein Paket entscheiden und in diesen Paketen ist dann eine bestimmte Anzahl an Jobbewerbungen inklusive. Denn auf Freelancer.com kosten die Bewerbungen auf ein Projekt Geld und mit den Paketen abonnierst du quasi eine gewisse Anzahl an Jobbewerbungen, die du da hast. Das ist aber nicht die einzige Monetarisierung von der Plattform, denn Freelancer.com nimmt auch einen Prozentsatz von deinen Umsätzen. Und zwar in der Regel 10%, außer bei niedrigpreisigen Fixpreisprojekten, da nimmt die Plattform pauschal $5. Die vierte Plattform, die du kennen solltest, ist Malt. Und Malt unterscheidet sich sehr von den anderen Plattformen. Und zwar der erste Unterschied ist, sie ist nur in Europa tätig. Malt ist ein französisches Unternehmen, ist in Frankreich groß geworden und dann auch irgendwann nach Deutschland gekommen und jetzt auch schon seit einigen Jahren in Deutschland aktiv. Und der ganze Aufbau der Plattform unterscheidet sich auch von den anderen Plattformen. Die Projekte werden nicht ausgeschrieben auf dieser Plattform. Das heißt, du kannst nicht nach Projekten suchen. Und dadurch unterscheidet sich das natürlich von Upwork und Freelancer.com. Es ist aber auch nicht so wirklich wie bei Fiverr, weil bei Fiverr musst du dir ja vorher überlegen, was exakt du anbietest. Das heißt, du musst dir irgendein Produkt ausdenken, um das dann anbieten zu können. Auf Malt geht es wirklich um dein Profil. Das heißt, um deinen Lebenslauf, um deine Erfahrungen, deine Reputation, deine Bewertung und so weiter. Und du kannst auch Kunden, die du außerhalb von Malt hattest, dazu einladen, dir auf Malt quasi eine Empfehlung zu geben. Das heißt, es ist vielleicht eher vergleichbar mit einem aktiv gepflegten LinkedIn-Profil, wo natürlich dich auch potenzielle Auftraggeber anschreiben können und dich beauftragen können. Aber Malt ist ganz speziell dafür da. Das heißt, auf Malt sind nur Freelancer und du kannst natürlich direkt auf der Plattform auch beauftragt werden. Und im Hintergrund die ganze Vertragsgestaltung und die Rechnungsstellung und so weiter, die ist auch angepasst an den europäischen Markt. Das führt dazu, dass die Rechnungsstellung wirklich auch korrekt ist. Bei den ganzen anderen Plattformen musst du da immer sehr darauf achten, ob das wirklich richtig ist, was du da bekommst oder ob du für die Buchhaltung nicht noch manuell separat nochmal eine extra Rechnung schreiben musst, weil die Plattform falsche Rechnung ausstellt. Das ist bei Malt immer sichergestellt. Und wenn ein Unternehmen jetzt einen Auftrag hat, hat das Unternehmen die Möglichkeit, auf Malt zu gehen, sich unterschiedliche Freelancer anzuschauen, die Freelancer eventuell nach bestimmten Kategorien zu filtern und dann die einzelnen Profile zu sehen und in den 1:1-Chat mit diesen Freelancern zu gehen. Und dann kannst du ein individuelles, persönliches Angebot an den Auftraggeber abgeben. Dadurch ist die ganze Kommunikation über die Projekte kein öffentliches Wettbieten oder Unterbieten von den Freelancern, sondern ist immer in einem 1:1 Gespräch gehalten. Und diese ganzen Faktoren, also dass du im 1:1 über die Projekte sprichst, dass Malt die ganze Technologie und die Compliance quasi im Hintergrund auf den europäischen Markt ausgerichtet ist und natürlich auch die Auftraggeber schwerpunktmäßig aus Europa kommen, führt dazu, dass auf Malt meiner Erfahrung nach die höchsten Stundensätze und Projektumsätze gezahlt werden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Überblick über Freelance-Plattformen geben und du weißt jetzt, wo du eventuell deine Dienste anbieten kannst. Diese ganze Videoreihe machen wir vor allem, um ukrainische Freelancer zu unterstützen und um ihnen zu zeigen, wie sie in Europa und in Deutschland Freelance-Aufträge bekommen und worauf sie bürokratisch achten müssten. Alle Informationen zu diesem Projekt verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Telegram-Community. Das heißt, kommt da gerne rein und stellt alle Fragen, wir helfen da gerne weiter. Weil wir mit dieser Videoreihe natürlich so viele Leute wie möglich erreichen wollen, gibt es dieses Video auch auf Englisch und Ukrainisch und die Videos verlinke ich dir einmal hier und hier.